Die im Stadtmuseum Abensberg ausgestellten Hungerbrote sind Sachzeugen einer Zeit, die von Hunger und Not geprägt war. In den Jahren 1816-1817 führten heftige Regenfälle und niedrige Temperaturen zu Missernten, die die Lebensmittelpreise in ganz Europa stark ansteigen ließ. Da die Brotpreise staatlich festgelegt waren, wurden die Brote zwar nicht teurer, sondern kleiner und leichter. 1815 wog ein Laib Roggenbrot zu 6 Kreuzern noch 2 Pfund, was umgerechnet 1120 Gramm entspricht. Ein Jahr später, 1816, bekam man für denselben Preis lediglich 385 Gramm Brot. Dies war verheerend für die Menschen, die noch immer unter den Auswirkungen der napoleonischen Kriege litten. Neben den Hungerbroten erinnern im Stadtmuseum Abensberg auch die ausgestellten Hungertaler an Not und Elend der Jahre 1816 und 1817.